Hey ho Leute, hier sind wir wieder mit dem lieben schönen Tales of Xillia, der Hafenstadt, der erledigten Quest und einem neuen Skit. That was quite a sigh. So seriously, you guys are spying for Azul, right? What? Of course not. I've never heard of the Military Powers Act being used against anyone other than Azul spies. You're thinking too much into this. Why are you so concerned about this? Unless you're spying for Rashagul. No, no. I was just thinking that if you were spying for Azul, maybe you could use your connections to score me some high-paying intelligence work. Sorry to disappoint you, but I assure you I will pay your fee. You just have to wait a little bit longer. Fair enough. But even with your special friend discount, the interest is piling up. Also umsonst macht der liebe Typ hier nichts. Kann man natürlich auch nachvollziehen, ich meine, umsonst muss man halt nicht arbeiten. So, was wir hier zuerst mal machen ist, unser Apfelgummi. Apfelgummi, damit komme ich echt nicht klar. Mit unser Apfelgummi ein wenig aufstocken, damit wir da genug haben. Und ich glaube, wir fangen auch mal an, ein wenig zu verschenken. So, Fische. Landkrabbe. Da kriegen wir bestimmt ein Level voll, oder? Ah, immerhin. Zack. So. Rabatte nur. Schade. So, das war der Waffenladen. Bestienkacke wäre da wieder gut. Das ist hier, ne? Na, vielleicht kriegen wir da auch gerade so eins hin. Nicht so gut. Ne, das lassen wir. Zubehörladen. Zubehör interessiert mich jetzt wirklich noch. Oh, da können wir sogar ein bisschen was reinhauen. Ah, nein, eigentlich nicht, weil wir da nicht viel von haben. Was wirklich nützlich wäre. Egal, wir haben es mal ein Level höher gemacht. Betäubungsarmreif. Und was macht der Lebensmittelhändler? Was will der? Der will die Käfer. Oh, da haben wir ja so einige. Oh, die sind sogar über 16 Stück haben wir da. Ho, also man kann anscheinend die Dinger über 16 stacken. Okay, gut zu wissen. Zack. Sandwich Puddingkuchen, Pasta Bolognese, Yakisoba Nudeln. Ach du Schande. Sandwich, Sandwich, klein und mittel. Puddingkuchen, Puddingkuchen, Pasta Bolognese, Yakisoba Nudeln, Natronreis, Mabo Curry. Hui, da kam einiges. Das war das, ja. So. Da gehen wir aber jetzt nicht groß kaufen. Wir gehen nämlich ins Gasthaus, weil unsere liebe Mila hat ja ein wenig Hunger. Und ja, da kommt es recht gut, wenn wir uns ein wenig hinlegen würden, damit es ihr zugutekommen kann. Dann noch ein wenig essen. Ach ja, die ist eh ein bisschen dürr. So um die Hüfte rum und so. Three rooms, please. But before that, can we get something to eat? Oh, my apologies, but our cook isn't in yet. Hey, is she okay? Can we at least use your kitchen? Yes, please, help yourself. Your friend looks like she's about to pass out. My stomach, it really is growling. And here I thought that was just a silly human expression. Not bad. Not bad. It's good. I quite enjoy ingesting calories with you. Das ist geil. Humans should learn to cherish these simple pleasures. Warum ist jetzt so niedergeschlagen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das würde mich jetzt interessieren.
Aber das klärt sich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht, ne? Good morning, Alvin. Good morning. Sorry you had to carry me up there. Don't worry about it. Just part of the job. Oh? So now what are you gonna do? Well... Good morning. Good day, Jude. I was just about to share my plans with Alvin. What is it? I'm thinking of returning to Nia Kara. Is that your hometown? More accurately, it's where my shrine is. If I go back, I might be able to resummon the Four. So, she really is Maxwell. This is where you come in, Jude. Will you accompany me to Nia Kara? What? It's true that you brought your current situation upon yourself, but I bear some of the blame as well. I'll put in a good word for you with the people of Nia Kara. I'm sure they'll look after you. Wow, you've put a lot of thought into this. Yes. Remember when you told me I seemed unconcerned? I decided to take that to heart. Mila, you don't need to practice your swordplay anymore? No need to concern yourself with my martial abilities. Well, if nothing else, you know how to swing the pointy end. Okay, I'll come with you. Good. You needn't worry. A little more practice wouldn't hurt, though. You think so? Better safe than sorry. Come find me once you're ready to go. Wait, you're coming with us, Alvin? Why not? I've come this far. Hey, Mila? Hmm? Thanks. Das Ganze ist immer ein bisschen seltsam, weil ich den Maxwell aus Tales of Symphonia im Kopf habe. Und das war, glaube ich, ab der Taille ein nackter Mann. Also, ja. Yeah. So, das Essen von Fertiggerichten bringt für eine bestimmte Anzahl von Kämpfen Spezialeffekte wie Kapierwiederherstellung oder Erfahrungsschübe. Du kannst Gerichte in Läden kaufen und sie jederzeit aus dem Objektmenü abrufen. Stellt am Ende eines Kampfes 25%. Oh, das ist ja mal geil. Ui! Ach du Schande, die sind ja richtig teuer stellenweise. Ich muss aber sagen, zweimal das Kleine lohnt sich ja viel mehr als einmal das Große. Also, bisschen komisch gemacht, hm? Erhöht Angriff um 10% und 20% die Verteidigung. Da auch schon wieder. Hält für 9 Kämpfe, hält für 5 Kämpfe. Aber das andere kostet fast 10-mal weniger. Das kostet nur ein Achtel, ne? Nee, für Schwachsinn. Ein bisschen mehr als ein bisschen weniger als ein 6. Ach, egal. Ja. Also zwischen 6 und 7, so. Was? Erhalten eine Erfahrung um 30%? Erhalten das Geld um 30%? Man kann immer nur eins kaufen. Das macht dann natürlich Sinn. Okay. Na dann. Haben wir das jetzt auch schon mal verstanden, dass man sich halt immer nur eins kaufen kann. Sonst wäre das auch ein bisschen seltsam gewesen mit diesem Held für 4 Kämpfe mehr, aber kostet fast 6,5 mal so viel. So. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch Nebenquests finden. Das hat der Alvin ja so schön angedeutet. Erstmal das Glitzer von der Laterne kratzen. Wieder mal Bestienkacke. Was mich ein wenig, ein bisschen stutzig macht und was ich schade finde, dass man nicht mit jedem reden kann. Nur mit diesen Smiley Faces, aber nicht mit dem Rest. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Das ist schon wieder ein Glitzer. Das ist bestimmt wieder ein bisschen Geld. Tatsächlich? Ja, ja, wir sind reich. Da oben glitzert es auch? Nein, das ist eine Taube. Oder? Ja. So.
Ja, dann haben wir hier jetzt im Moment nichts Neues. Naja. Ready to hit the road? Mila, you said it's north of here? How far? Less than half a day's flight time. If we could fly using Sylph's power. Oh, well, I'm afraid my wings are, you know, non-existent. I hope we can find a place to rest along the way. The map showed a village in that direction, so we should be okay. Either way, we can't just stay here. We must press forward. I know. Ah, sonst holen uns noch diese bösen Soldaten ein. So, Ereignis aktualisiert und ein Skit. Is Milo really that Maxwell? She does act a bit nutty, but she looks normal enough. I think it's true. When I first met her, Mila had the four great spirits with her. What? Get out of here. No, seriously. Fire spirit Efreet, water spirit Undine, wind spirit Sylph, and earth spirit Gnome. It was the first time I'd ever seen them in person, but there was no mistaking who they were. That's a mighty exclusive club. Can't imagine they hang out with a lot of mortal girls. Yeah. Ich finde die Dialoge richtig gelungen. Was wollte ich jetzt noch nachgucken? Nichts mehr eigentlich groß, ne? Diese Darstellung. Ich überleg gerade, ob wir die Feuerkugel hier hinlegen sollen. Ich denke, das machen wir auch. So. Wir legen jetzt die Feuerkugel hier hin. Das kommt weg. Ja, so. Okay, dann sind wir hier wieder in unserem freundlichen Tal. Karte. Und diesmal können wir nach rechts oben gehen. Okay. Wieder ein Skit. Oops. Gotta straighten my scarf. You sure do love that thing. Don't you? It's one of Fismage's finest. Custom made for yours truly. I don't know much about brands, but it does look good on you. You gotta be careful about what you wear, kid. It's how the world judges a man. I'd rather think what's inside is what counts. Yeah, and this is how what's inside gets projected to the outside. You don't believe some people shape what's outside in order to conceal the ugliness within? Well, if you can't see through a false front, isn't that your problem? So you blame the victims for being deceived? If that's really what you believe, Alvin, it tells me all I need to know about what's within. Man, I sure slipped up this time, huh? Ja, diesmal hast du dich ganz schön verrannt, Alvin. Tja, musst du dir vorher überlegen, wie du was sagst. Jetzt bist du nämlich ein Ausgestoßener in unserer tollen Gruppe. Ja, komm her, Hundi, komm. Wir hauen dich um. Hat ein bisschen gedauert, ne? Naja, alles kein Problem. Zack und Crash, Bam. Ah ja, wir sind ja nicht gelinkt und trotzdem macht der liebe Juke im Moment recht wenig. Wieso sind wir jetzt gelinkt? Ich habe doch nichts gedrückt. Oder ist mir das eben nur nicht aufgefallen? Ach, das gibt's doch nicht. Da, der linkt sich einfach mit mir. Was soll denn der Scheiß? Ey, das trifft nicht. Wieso linkt er sich von selbst mit mir? Das geht ja gar nicht. Ach, schon wieder. Der macht das einfach mal so von selber. Hey, ich bin der Jude. Ich link mich jetzt mit dir. Warum? Weil ich's kann. Meine Güte, naja, wenn's dich glücklich macht, Jude, dann machen wir das so. Ich brauch mal grad CC, zack. Relativ gleich die Angriffsketten, das ist ein bisschen schade. Oh, Landgraben-Trank des Lebens, das ist gut. Na gut, ich muss ja sagen, bei den anderen, bei Squaces war es ja am Anfang auch nicht anders da. Da hat man, glaube ich, nur ein bisschen mehr Auswahl von Skills her. Aber großartig unterschiedlich war es jetzt auch nicht. Und noch eine Landkrabbe. Ei, und Skit. Walking sure is grueling. That's unexpected coming from you. I'm just used to having Sylph fly me everywhere. The only time I ever really walked was when I used Undine to travel across water. I see. Maybe this is your punishment for treating the four great spirits like your personal servants? Servants?
They may help out now and then, but they're the ones who pester me. They're like a bunch of bickering in-laws that never go home. Did you just call the four? Bickering in-laws? Ich weiß es nicht. Wenn die Dialoge mindestens so bleiben, gefällt mir das unglaublich gut. Falscher Knopf, verdammt. Wo bleibt mein... Moment, so, und jetzt... Windblade, zack. Tigerklinge? Ich bin doch mit... Ich bin mit ihm verbunden, definitiv. Wieso war das jetzt auf einmal die Tigerklinge? Hä? Testen. Ah, wir haben nicht genug XXXX, also Verbundenheit. Na los hier, ein bisschen Verbundenheitsangriffe machen. Ja, ich bin die Mila. Mila kann springen. Na, das habe ich jetzt schon oft genug gebracht. So, zack. Jetzt ist es Endsturm. Verstehe ich nicht. Wir verbinden uns mal mit ihm, so. Aber da kommt jetzt nichts mehr, weil wir nicht hoch genug kommen mit den CC-Dingern. Ich nenne es einfach CC anstatt AZ. Schön. Eiskalt. Oder ich feuer dich so. So, mal gucken, ob wir hier noch gerade ein Erz irgendwo blinken sehen. Nope. Nothing. Ja, komm her, Megaskorpionvieh. So. Nein, wir machen hier keine Pause, mein Freund. Du musst hier alles machen für dein Geld. Ich meine, du willst dir das ja auch verdienen, oder? Oder willst du hier wirklich für nichts bezahlt werden? Was war das jetzt? Ich schweb hier über das halbe Kampffeld hier. Ja, ich bin dabei hier. Mach was. Wieso nicht? Hey. Wieso können wir keinen Link-Angriff machen, mein Freund? Tatsächlich. Aber mit dir geht's. Oh, mit ihm geht's. Hm. Seltsam. Hat er vielleicht nicht genug C... Also, AZ? Ne, TP, TP. AZ sind ja die Angriffsdinge. Zacki, boom, und hoch mit dir. Okay, da haben wir... Oh, das war eine fette Ausbeute. Gewonnener Titel, Geistesverschiebungstalent. Geistesverschiebungstalent, Trophäe. Ich bin Imba, ich hab eine Trophäe bekommen. Ohoho. Na dann, verlassen wir mal das Gebiet. Hat sich erledigt. Also baut sich immer aus diversen Einzelabschnitten zusammen, okay. Also Gegner hat man definitiv genug unterwegs. Und dafür, dass wir schon auf schwer sind, hält sich's noch in Grenzen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass wir noch relativ Tutorial-mäßig unterwegs sind hier und da und noch keine 4 Gruppenmitglieder haben und alles noch relativ tolerant mit uns umgeht. Ja, ich bin Mila, da hast du wieder recht. Falscher Knopf. Ah. Und Ausrastmodus. Kann man das nicht irgendwie chainen oder so? Nö, sieht nicht so aus. Hm. Es ist aber nicht viel für Maxwells Power. So. So langsam gewöhnen wir uns definitiv an das Kampfsystem. Oh, ein Nope, wir gehen nicht in die Mitte rein und lassen uns dann umzingeln. So geht's nicht. Hier, du musst auch ein bisschen Leistung bringen gerade, Kumpel. Und Feuerball. Nein. Wieso kommt der Feuerball nicht? Weil ich den da hingelegt habe, stimmt. Naja, egal. Alles gut hier. Das hat doch wehgetan, oder Hundi? Und Feuerball. Na komm, lass dich mal rumschlagen, damit ich hier aufladen kann. Das macht voll Fun. Also, ich will definitiv so schnell wie möglich neue Fähigkeiten freischalten. Vielleicht solltest du ein wenig heilen, Jude. Ja, heil nicht mich. Mhm. Trank des Lebens. Ah, schade, ich habe auf einen Apfelgummi gehofft. Verbindungsfreund. Und das geht ja. Compared to Fenmont's night climb, the sky in Arjul sure is bright. That's true. The spirit climbs here are much more stable. What are you talking about?
What do you intend to climb? C-L-I-M-E. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Mila, do you know what Risa Maxia is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spirit climb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spirit climbs, like the Perpetual Night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure. Oh, I see how it is. I guess I'm just an arrogant human compared to little old innocent Jude. Oh, kein Kommentar mehr darauf. Okay. Also bisher sind sie ja schon schön zänkig unterwegs. Gefällt mir total. Oh ja, yeah, noch drei Spinnennetze. Haben wir drei Spinnennetze bekommen? Das ist ein bisschen viel. Also erkunden wird hier definitiv direkt belohnt. Die Frage ist halt, ob man das wirklich alles brauchen kann oder brauchen wird noch. Na gut, ich sag's mal so. Wenn wir nicht nur die Boni-Items benutzen würden, dann können wir das alles wirklich sehr gut brauchen, um die Shops abzugraden. Ah, du Mistvieh, komm her. Krieg Schaden. Here we go. Here we go. Da hast du recht, mein Freund. Oh, ich liebe diese Windblade, die ist total cool. So, ein bisschen zurückziehen hier. Mach mal. Ach, wir haben nicht genug Zähne für so einen Scheiß. Oh, Mistding. Ah, da hat jemand ein Objekt benutzt, weil wir low life waren. Ich komme hier nicht weg, ne? Frei rennen, so. Nein, falsche Richtung, du musst dich rumdrehen. Ah, da, da, ah. Moment. So, einmal das. Puh. Man muss hier auch echt mal rumfällen, das gibt's ja gar nicht. So, wie wär's, wenn du mal heilst, mein Freund? Oder dann mach irgendeinen Frost, ja. Mila! Jetzt heil! Geht doch. Verdammt. So kann man die Heilung auch verschwenden. Also ich hätte es ja wieder gern, wenn man auch neue Fähigkeiten bekommt durch das Benutzen der vorhandenen. Aber es sieht so aus, als ob man nur über dieses Spinnensphärobrett hier diese Fähigkeiten freischalten kann. Was natürlich auch ganz okay ist, gar kein Thema. Aber ja, es ist halt die Macht der Gewohnheit mit diesem Benutzen, Benutzen, Benutzen und dann Neues bekommen. Da hinten liegt noch was. Das holen wir uns noch. Oder ist das ein Stein? Ich bin mir nicht sicher. Ist das ein Stein? Nein, das sieht aus wie ein Sack. Ja, das ist ein Sack. Definitiv ein Sack. Na, dann hauen wir erstmal hier die Möchtegern-Viecher um. Ha, bam, zack, die Boom und Krach und... Wir haben eben das andere gemacht. Das frage ich mich jetzt ernsthaft. Oh, ich wollte gerade ausweichen. Na, und weg mit dem Wolf endlich mal. So, und das ist ein ganz normaler, stinknormaler Goblin. Und zack, Endsturm. Naja, nicht schlecht. Ja, ich krieg das mit dem... Mann, das mit dem Ausweichen, das nagt noch ein bisschen an mir. Aber das kriegen wir definitiv noch hin. Aber machen wir kaputt. Dreck. Jetzt hat das Ding den Zauber tatsächlich beendet bekommen. Hör auf, dich die ganze Zeit zu verteidigen, oder ich muss mich mit Elvin connecten. Der steht da drauf, sowas wie dich kaputt zu hauen, wenn du die ganze Zeit nur verteidigst. Zack, die Boom, und... Weg mit dir, endlich mal. Komm, stirb. Not bad. Na, das gibt's doch nicht. Schon wieder ein EP gefehlt. Naja. Lohnt es sich. Seltsames Fragment. Punkte 50 gibt das sogar. Okay. Wir haben 19 Stück. Das hat sich gelohnt. Da ist noch ein Sack. Teamplayer. That last battle was a little too close. Agreed. If Jude hadn't been there to save us, it would not have ended well. You have my thanks. Sure. Don't worry about it. Even in the midst of combat, you really do look out for others. But taking your focus off your opponents like that could land you in an early grave. I guess it could.
Of course, I wouldn't want to fight with someone who didn't give a damn about me either. So keep up the good work, champ. Will do. So in other words, you only want to fight with people who are willing to die young. No, you got it all wrong. I only want to fight with people who are willing to help me die old. Schöne Perspektive. Und immerhin ein... Oh, die sind auch nicht so wenig wert. Ja, der Wolf will uns unbedingt ans Leder. Na, ja, der sieht die... Na, was sieht er überhaupt an dir? Da ist an ihr ist noch nicht viel dran. Ich meine, die Hüfte ist knapp. Der Rock ist knapp. Die Beine sind nicht gerade... Ja. Aber hier ist alles voll mit Drohnen. Na, ich finde wirklich, ihre Taille ist ein bisschen schmal geraten. Es sind so viele Momente, wo sie dann so da steht und dann so... sieht ein bisschen aus wie Nami aus One Piece. So ungefähr. Aber hey, im Großen und Ganzen passt definitiv. Vor allem in den Sequenzen ist es einwandfrei. Aber wenn sie jetzt hier so rumsteht, dann ist es ein bisschen... Na gut, hier geht's noch. Nur wenn diese Nicht-Anime-Zwischensequenzen kommen, finde ich es ein bisschen grenzwertig hier und da mal. Aber das ist halt persönliche Präferenz und da kann man natürlich drüber streiten. Schreibt sie in die Kommentare. Findet ihr sie zu dünn? Oder findet ihr sie nicht dünn genug? Wow, that's an impressive amount of fruit. I'm catching a whiff of cider. Oh, they must have orchards here. Well, well, well. We don't get many visitors here. Do you live here, ma'am? I would hope so. I'm the mayor. Is this the right road to Niakara? Niakara? Now that's a name I haven't heard in ages. What do you mean? It's what people called a long-forgotten village. I don't even know if it still exists. I heard tales of the village as a child. People claimed it lies beyond the Kijara Sea Falls. Where can we find it? You'll need to cross some seriously rugged terrain to get there. It won't be an easy journey. In that case, we should probably rest here before heading on. Agreed. I'm afraid our little village doesn't have an inn. Not much call for one. But I've an extra room in my house. You're welcome to use it if you like. Thank you for your hospitality, ma'am.